Die Ladegeschwindigkeiten moderner Smartphones werden durch Technologien wie Quick Charge oder Fast Charging immer schneller. Das klappt aber nur, wenn auch euer Ladekabel mithalten kann. Bei Amazon tummeln sich viele Anbieter mit ebenso vielen Versprechungen. Ein hochpreisiger Anbieter ist Voluz. Können diese Kabel mehr als die Konkurrenz? Jetzt ist Voluz wahrlich nicht der erste Anbieter mit Versprechungen wie lange Haltbarkeit und hohe Ladegeschwindigkeit. Die Kabel im Video wurden mir für diesen Test von Voluz zur Verfügung gestellt. Kommen wir als erstes mal zur Verarbeitung. Die Kabel sind mit Nylon ummantelt und der Durchmesser ist deutlich größer als die Kabel der Konkurrenz. Die Kabel sind flexibel, aber auch etwas starr und schwer zu verbiegen im Vergleich zu dünneren Kabeln. Das Plastik an beiden Seiten macht einen robusten Eindruck, ohne zu breit zu sein oder zu viel Platz wegzunehmen. Beide Enden sind griffig, sodass sie sich leicht ein- und ausstecken lassen. Bei den Kabeln ist auch ein Klettverschluss dabei, mit dem die Kabel entweder gut verstaut werden können oder alternativ befestigt werden können. Wie haltbar die Kabel sind, kann ich nach wenigen Tagen des Testes natürlich nicht sagen. Nur so viel. Das war bei mir tatsächlich immer ein Problem. Selbst hochpreisige Kabel von Aoki haben bei mir den Geist aufgegeben. Kommen wir aber zu einem interessanten Punkt, der Ladegeschwindigkeit. Ich habe viele USB-Ladekabel von den unterschiedlichsten Geräten. Darunter sind auch Geräte, die sich mit geringen Ladegeschwindigkeiten zufrieden geben. Entsprechend dünn und schwach sind die Kabel. Mein Smartphone wiederum benötigt knapp 2 Ampere, was kaum ein Kabel aus meinem Fundus schafft. Aus diesem Grund hatte ich mir vor einiger Zeit günstige Kabel von Giannac angeschafft, damit an vielen Stellen im Haus und Auto zukünftig vernünftig geladen werden kann. Mit einem USB-Messgerät vergleichen wir nun die Kabel miteinander. Damit der Vergleich fair bleibt, vergleiche ich immer Kabel mit der gleichen Länge von 2 Metern. Beim Giannac-Kabel können wir sehen, dass das Messgerät nicht über die 1,6 Ampere hinausgeht und sich bei ca. 1,5 Ampere einpendelt. Das Voluz hingegen schafft über 1,8 Ampere. Das ist auch das Maximum, was ich mit dem Original-Ladekabel von Nokia gemessen habe. Zum Vergleich habe ich nochmal ein anderes Kabel aus meinem Fundus angeschlossen. Dieses hat nur knapp 0,7 Ampere geschafft. Die Voluz-Kabel werben aber auch mit einer schnellen Datenübertragung. Dazu habe ich eine knapp 1 GB große Datei vom Smartphone auf meinen PC kopiert. In meinem Setup konnte ich zwischen dem Giannac und dem Voluz keinen Unterschied beobachten. Die Datei wurde in beiden Fällen in ca. 27 Sekunden übertragen. Was ist also mein Fazit? Die Voluz-Kabel sind teurer als das ein oder andere Angebot auf Amazon. Dieser Preis ist aber aufgrund der Haptik, der Verarbeitung und der schnellen Ladegeschwindigkeiten gerechtfertigt. Mein Nokia 7.2 unterstützt keinen Quick Charge und so möchte ich wenigstens die volle Leistung des Ladegeräts nutzen können. Das konnte ich bisher nur mit dem originalen Kabel. Nun kann ich die Voluz-Kabel auch im PKW und an anderer Stelle nutzen, um von den vollen 1,8 Ampere zu profitieren.